Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Test. Ach du Kacke, da geht's gleich richtig los hier. Ja, wir sind hier in 7 Days to Die und hauen erstmal hier den Zombie aufs Maul. Hilfe. Alter, wir hatten hier. Alter, Patrick, du Cheater, hast du gerade einen Shotgun gecheatet? Nö, lag in dem Autofrack links neben euch. Siehst du mal. Nein, liegt ja noch was, nee. So, und hier haben wir gleich einen kaputten Typen. Irgendwie ja. Fehlt dem Typ hier der halbe Körper. Ja, wie romantisch. Wie bereits gesagt, wir sind hier im Spiel 7 Days to Die. Warum sind das so viele? Und ja, nicht wundern, dass hier sofort Zombies waren, denn es spawnen hier halt sofort Zombies, wenn man auf die Welt beitritt. Und wir spielen ja hier Multiplayer mit Project KLP. Okay. Ja. Oh. Marcel ist die Frau, einen musste es treffen. Genau. Wir haben eine Münze geworfen. Und ich würde sagen, wir gehen hier gleich mal in diese Militärbasis oder was das ist. Ja. Da findet man relativ Ja, es ist auch nur noch ein Bug, wenn man irgendwo in Gegenstände reinschauen will, dann. Oh, toll, ich habe einen Baumstamm aufgehoben. Glanzklasse. Ich habe noch eine Schrotflinte. Ja, gib mir mal Schrotflinte. Ey, da kann man Old Wood draus machen, Kevin. Okay. Einmal müsste hier liegen. Irgendwo hast du. Was? Muni? Nee, Moment. Ja, die Waffe habe ich. Komm her. Braucht ihr Munition? Ich hab noch zwei Schüsse. Siehst du? Gut. Okay, ja, wir machen hier vor. Ihr seid total leise bei mir. Egal, jetzt habe ich noch eine Pistole. Ich bin eigentlich nicht leise, muss dann bei dir liegen. Nee, das ist bei mir so, weil das ins Mischpult da reingeht, aber das funktioniert schon. So, ja, dann gehen wir hier gleich mal rein. Ach ja, hier war ich schon mal. Ich nehme mir mal diese Spitzen da mit, ne? Scheiße, voll daneben geaimt. Ich gebe denen hier alle mal saubere Headshots. Oh, die haben hier alle schön viel Scrap Metal dabei. Sieht hier aus wie so ein alter Schrottplatz. Und ich muss mal kurz mein Mikro richten. Ach, hatte ich gar keine Zeit zu. Ja, wie gesagt, wir sind hier in 7 Days to Die. Die Alpha 1.1. Ja, das Ganze ist noch in den Kinderschuhen. Deswegen nicht wundern, wenn hier und da mal ein paar Bugs und Fehler auftreten. Das Ganze steckt noch in der Entwicklungsphase. Oh, ich hab einen Topf gefunden. Was war das? Das Auto explodiert. Was ist das? Nö, da waren so Explosivfässer. Ich hab die in die Luft gejagt, weil man die nicht mitnehmen konnte. Jetzt habe ich einen Kochtopf. Braucht jemand einen Kochtopf? Hier, guck mal, hier kocht. Ach, guck mal, hier ist ein. Ich nehme mal mit den Mist. Bett. Oh. Und ja, das Ganze ist eine Mischung aus DayZ und Minecraft. Also Minecraft auch. Kann man hier mal. Aber die Entwickler mögen es nicht, wenn man das Spiel mit Minecraft vergleicht. Oh, sind wir wieder viele Zombies. Die Entwickler mögen es nicht, wenn man das Spiel mit Minecraft vergleicht. Oh. Ja. Wird das Video dann gesperrt? Fehlt hier ein Block? Ah, egal. Nein, die mögen es halt einfach nicht. Wir sind total viele Zombies. Ja, aber es ist ja eigentlich wie Minecraft, also man kann ja auch Blöcke bauen und so. Und da hinten ist übrigens radioaktiv verstrahltes Gebiet. Da geh ich mal ganz kurz hin. Wenn ich jetzt hier reinlaufe, dann kriege ich jetzt eigentlich Schaden. Genau hier, dann kriege ich Schaden. Kommt mal vielleicht hier in das Gebäude rein. Ja. Und ja, wir müssen jetzt hier halt 7 Tage überleben und dann geht's richtig los. Geht die Party hart hier. Jo. Alter, wir können hier unten. Alter, wir können hier ewig viel Scrap Metal farmen, ne? Naja, ich bin hier wo was? Hier außen, wir können hier diesen Außenzaun hier abbauen und dann kriegen wir da draus Scrap Metal. Hier drin ist auch noch was, ne? Oh, hier haben wir ein Lagerfeuer. Seid ihr auch schon hier in dem Gebäude? Wart ihr schon hier drin? Ja, ich bin hier schon drin. Ich bin unter dir, Kevin, Marcel. Hier oben meine ich. Achso, ne, da oben war ich nicht. Ich bin hier gerade. Ich hab ein Lagerfeuer mitgenommen. Ich sammle hier gerade mal Stofffetzen, dass wir uns Betten machen können. Jo. Oh, hier oben ist ja nichts drin, ey. Doch. So, die Radkappen bringen noch nichts. Wie gesagt, das Ganze ist hier noch in der Alpha. Das heißt, das wird noch entwickelt. Und man kann hier halt eben. Ach, Entschuldigung, ich habe gerade noch mein Mikro wegheben können, so ein bisschen zumindest. Es war trotzdem ein bisschen laut.
Ja, da. Ja, ich habe aber in die andere Richtung genießt, whatever. Da hat. Soll ich hier mal das Sofa mitnehmen? Musste Patrick niesen jetzt gerade. Das läuft immer hier bei euch. Gehen wir ganz nach oben, oder? Verkämpfen uns quasi auf dem Dach. Also ich bin jetzt ganz oben. Ja, ja, ich auch. Uah. Ja, hier habe ich auch mal versucht zu überleben. Es hat aber nicht so gut funktioniert. Ich guck mir gerade noch mal alles durch. Ach, guck mal, hallo Zombie. War nicht mal hinten. Boah. Boom, ja, scheiße. Explodiert denn hier alles? Wir können die Jungs und Mädels hier auch looten. Oh. Achtung, Marcel, geh mal ein Stück weg. Ich jag hier mal kurz was in die Luft, damit ich da mal, ja, ja, mal einen Weg haben. Ja, komm. Aua, das hat wehgetan. Ja, guck mal, ich habe hier mal ein bisschen aufgeräumt. Nee, ich meine, ich bin von da oben runtergefallen, hab nur noch einen Balken, also ein ganz kleines Balken. Ja, komm her, ich geb dir Painkiller. Einen habe ich. Komm her. So, und ja, wir machen jetzt halt, wie gesagt, hier mal ein kleines Let's Test raus. Wo wir das Spiel einfach mal so ein bisschen anzocken. Die Nacht werden wir wahrscheinlich größtenteils rausschneiden, weil halt die Nächte wirklich total langweilig sind, muss man sagen. Da passiert halt nichts und wir wollen jetzt so eine Stunde aufnehmen. Oh, das ist gut. Und ja, Marcel und Patrick sind schon voll dabei. Ja. Also man kann ich glaube aber, wir lassen den Zaun erstmal. Der hält vielleicht ein bisschen so die Zombies fern. Oh, hier ist noch eine Kiste und ein Koffer. Mit Shotgun-Munition. So, ich leg das alles mal schnell in mein Inventar ab, weil wenn man stirbt, verliert man nur das, was hier unten ist. Wo die Zahlen 1 bis 9 drin stehen. Alles andere bleibt und ich höre hier ständig nur irgendwelche Sprengungen. Was machst du? Patrick nimmt das ganze. Was machst du? Patrick nimmt das war das Auto. Patrick nimmt die ganze Hütte da das auseinander. Scheiße, was habt ihr gemacht? Ich hab die Sachen aufgenommen, ne? Jo. Alter, das war das Drecksauto, ne? Das war das Auto. Die Autos überlassen wir eigentlich grundsätzlich immer massiv. Ja, und ist ein Zombie drin. Ich baue dann gleich meine Schrotflinte weg. So, dann kann ich auch mal die Map hier zeigen, so ein bisschen. Also ist die vorübergehende Map im Moment. Jo, das wollte ich auch noch sagen. Es gibt ja, ja, im Moment gibt es nur diese eine Map hier. Aber in der späteren, Versionen, ich glaube in der Alpha 2.0 soll es dann schon, wie in Minecraft unendliche Welten geben, die sich dann immer weiter und weiter generieren. Zumindest war das überhaupt die Theorie der Macher. Leute, ich brauche eure Hilfe, ich bin hier unten gefangen. Ich bin in dem Loch, was an der großen Türe ist. Wo bist du? Wo? Hier an so einem riesen Loch. Oh, da bin ich an irgendwo reingefallen gerade. Ja, ich bin da reingefallen. Das wird jetzt dauern. Alter, hier gibt's nur ständig irgendwelche Explosionen, ey. Oh, ich hab keine Muni. Was für eine Muni? Pistole. Oh, wie viele Löcher hier schon wieder sind. Aber ich hab nur gerade nichts im Magazin. Ich kann aber nachladen. Ich hab nur ein Magazin Jungs, jetzt. Wo bist denn du? Jungs, seht ihr mich? Ja. Könnt ihr warte, mal hier den Block wegballern, der da ist. Moment. Da. Ja, das kann ich. Wow. Danke. Da muss man hier direkt aufpassen, dass man nicht den Schädel weggeboostet bekommt. Ja, wir haben das Haus erfolgreich abgerissen, würde ich sagen. Was ist das? Dann kriegst du einen Schlafschock. Ja, hier Munition. Dann würde ich sagen, komm, bauen wir das mal ab, wenn das Haus sowieso schon auseinandergenommen wurde. Na, reicht, danke. Ja. Hä? Passt schon. Ich sammle mal ein bisschen Scrap Metal, ne? Jo. Ja. Oh, ich hab hier übrigens, falls wir brauchen, trinken, ja? Hab ich auch. So, ich kann schon mal Sleeping Bags. Aber ich kann, ach scheiße, wir haben doch gar kein Holz hier in dieser Einöde. Oder musst du das so nicht? Doch, ich hab zwei Wooden. Dann mach mal kurz Stöcke draus und gib mir mal. Leute, ich hab hier mal ein Bett hingelegt. Ah, war da? Ja, was soll ich was machen? Achso.
Kevin, hast du noch so ein Stofffetzen für mich? Ich hab zwei für dich. Nee, vier. Was soll jetzt einer reicht. Ah, eine Spitzhacke oder? So, Moment, dann hast du hier schon mal deinen Schlafsack, Kevin. Ich mach mir jetzt mal eine Spitzhacke, ne? Jo, ich mach dir mal einen Schlafsack, Marcel. Ich möchte mir auch eine Spitzhacke machen, ey. Bitteschön. Ich hab keinen Skip. Ich hab deinen Schlafsack hier mal hingelegt. Nee, Moment. Das ist eine Axt. Mit 4 muss man machen, mit 4. Ja, mach ich ja. Ich hab das, glaube ich, gerade hier falsch. So, hat jemand Sticks für mich? Ja, ja, ich warte. Nur einen. Wo kann man weißt denn, du nicht mal, wie sie ging, wo? Wie kriegt man denn hier wieder Holz jetzt? Pickaxe, da haben wir sie doch. Hast du das Holz her, von dem Kaktus oder was? Nee, da liegen noch Holzstücke rum. So. Die kannst du in, Ui, da im Horizont so, warte. Sehe ich was. Bitte schön, ja. Bett. Ach, ein Auto oh. Ist das. Danke. Danke. Wohin? Pickaxe. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt gleich erstmal nach was. So, ich baue jetzt auch schon mal eine Pickaxe. Ja, ist doch 15 Uhr, 16 Uhr jetzt. Graben wir uns in die Erde, so kognitiv, oder? Kommen wir das noch hin? Weiß ich nicht. In die Erde graben, das geht relativ fix eigentlich. Fixi fix. Fällt denn hier dauernd ein? Aha. Fünf, man wo braucht sind denn hier die Zombies Eisen, eigentlich? Fünf Eisen. Für einen einzigen Dingens, für eine Spitzhacke. So, dann werde ich mir auch noch mal eine Axt kredenzen. Vor allem die Axt ist frisch gecraftet und hat schon Blut dran kleben. Patrick sucht die Gegend ab. So, ich baue hier den Zaun gerade ein bisschen ab. Magazin habe ich gefunden. Wieso schlagen die eigentlich die Kästen? Keine Ahnung. Ja, wo seid denn ihr? Okay, ich loot gerade hier noch ein bisschen. So, ich habe hier mal noch so ein Explosivfass mitgenommen, ne? Jo, das kann man machen. Gut, die Physik ist hier und da noch ein bisschen merkwürdig. Weil eigentlich gibt's ja hier Physik und das ganze Zeug sollte runterfallen, aber irgendwie macht's doch nicht. Ausloten kann ich nicht. Achso, man muss immer den Kopf angucken, okay. Okay, also wo wollen wir jetzt eigentlich einkämpfen? Ja, erstmal da oben, oder? Ja, mir ist es egal. Ja, lass nach oben. Was will der Zombie von mir, Haupt? So. Achso, ich kann wieder, nicht schneller abbauen. Wenn ihr euch wundert, warum ich manchmal nicht schnell abbauen kann, das liegt hier unten an dieser Leiste, die blaue, dunkelblaue hier. Hier gibt es auch noch Essen, Trinken, Lebensanzeige und eben hier die Ausdaueranzeige. Und umso weniger Ausdauer man hat, umso langsamer baut halt der Typ hier ab. Ja, wo seid denn ihr? Ich baue hier gerade ein bisschen Beton ab. Okay. Beton ist nämlich immer gut. Ja, das ist das stärkste Gestein hier im Spiel bis jetzt. Asphalt, ne? Asphalt und Stein ist eigentlich das Beste, um Zombies abzuhalten. Und ja, die Zombies greifen einen auch an. Und das ist nicht gerade lustig. So, wir haben jetzt 18 Uhr. Zeit für das Aufgeben. Und ich muss was trinken. Okay, ich habe schon fast ein Stack Scrap Metal. Da unten liegen nochmal zwei Steine. Ja. Bitte dir auch nochmal einer. Hab ich. Jo, das sieht gut aus. Scrap Metal ist immer gut, nämlich. So, ich würde mal sagen, um den Zombies das Leben schwerer zu machen, springe ich hier nochmal ein schönes Loch hin. Kevin, kannst ja mal mit der Kamera draufhalten, dass die Leute sehen, wie das so aussieht. So. Siehst du das rote Fass, was da steht? Warte. Jo. Ich nehme nur schnell hier den Plunder mit.
Also du kannst bei mir, also ich sehe es. Ah, du nimmst auch auf. Okay, also Kevin, siehst du das rote Fass? Bleib weg, Kevin, bleib weg. Also du siehst es, ja. Oder? Ich geh auch nochmal ein Stück Achtung, weg. Achtung, Sprengung. 3, 2, 1. Gut. Ja, alleine aus. Allein um es den Zombies noch mal ein bisschen schwerer zu machen, zu uns zu kommen. Wir haben hier das halbe Gebäude. Nee. Doch, ich habe auch noch so ein Fass. Wir haben hier das halbe Gebäude auseinandergenommen. Oh, hier oben ist aber auch ein Loch. Oh. Ja, ja. Naja, wenn wir die Treppe abbauen, dann sollten die hier nicht hochkommen. Okay. Oh, hier ist ein Kühlschrank mit Glas und Trinken. Noch ein bisschen Scrap Metal. Die Sachen hier, die spawnen übrigens immer wieder nach, also dieser Old Trash und so. Das heißt, man kann hier in der Welt sozusagen unendlich Sachen finden. Dafür gibt es halt auch nur die eine Welt hier, die begrenzt groß ist. Kann sein, dass wir irgendwie versuchen, hier so aufs Dach hochzukommen, oder? Also irgendwie... Da bin ich eingefallen vorhin. So. Eingefallen. Ja gut, hier oben fehlt auch ein bisschen was am Dach, aber wenn wir uns hier so aufhalten, geht da... Wow. Dieser Stein da fliegt auch runter. Ja, das sollten wir hinkriegen. Oh, da liegt noch was. Oh, das wir haben weg. Von dem... Da steht ja noch so ein rotes Fass. Kevin, du sollst langsam mal hochkommen, ne? Warum explodiert hier immer was? Genau. Weil ich's anschieße. Du doch nicht immer die Scheiße hier kaputt machen. Das macht aber so viel Spaß. Ich hab auch noch so ein Öl-Dingens-Bums da. Ah, das ist... Sind das hier Metallröhren? Ja, das sind Metallröhren. Das sind diese Luftschächte. Nein! Wow! Alter! Okay, man kann sich da oben definitiv nicht aufhalten. Das Fabrikdach ist so kaputt, ey. Toll! Ist gerade gestorben oder so? Tja, jetzt sind wir halt am Arsch. Nö, nö, wir können uns schon noch hier oben aufhalten, aber nicht auf dem Dach hier selber. Ja, wir müssen die Treppe abbauen, dann können wir uns... Ja, Loch. Oder hier zumachen mit Beton vielleicht die Treppe. Kevin, hast du noch so Dings, Lumpenfetzen? Ja, irgendwie. Einen. Okay, dann gib mal, dann mach ich Köln. Ja, gib einfach mal her. Achso, ja. Oben, ach hier oben. Da liegt. Da liegt. Ja, Moment. Hä, warum? Moment mal. Man macht doch aus Clove-Fragment und Sticks, ne? Oder bin ich gerade irgendwie zu dumm? Ja, ja. In der Mitte so. Genau, genau. Fackeln. Ich habe mich gerade nämlich gewundert, weil er gerade irgendwie keine Torches... Reiß mal hier die Treppe weg, ne? Mach das. Gascan, wie macht man das denn? Ach so, aus einer Ölbarrel macht man 6 Gaskannen. Diese Dinger, wo explodieren? Ja. Jawohl. Barrel Oil, ne, da machst du aus dieser Fass machst du 6 Gas Ölkannen. Ach so. Ich brauche einen Schluck zu trinken. Dann füllt sich nämlich auch meine Kondition wieder auf und ich kann hier... Na gut. So, dann werde ich jetzt die Nacht über sehr viel Spaß haben. Ich werde das Dach hier oben in die Luft jagen. Also nicht das, wo wir draufstehen, sondern... Komm, es gibt ja auch noch eins. Warte, warte. Moment. Was willst du denn jetzt mit dem Dach? Ja, dass wir hier... Keine Ahnung, einfach so just for fun. Achso, wegen der Fackel. Okay. Okay, dann... Da eins hin. Ui, was hab ich denn da? Brick hab ich. Komm, misskommen. Ja, okay, das Ding schwebt hier zwar in der Luft, aber okay. Die kommen da unten, rennen sie schon rum, aber die kommen hier okay. Nicht hoch. Okay, jetzt wird's lustig, alle mal einen richtig schönen Satz nach hinten machen. 3, 2, 1, Sprengung! Hast du jetzt dann aus der Entfernung da drauf geschossen? Ja. Geil, was für eine Reichweite hatten die Schrotflinte. Da steht noch eine. Abrissunternehmen. Ja, ich schätze mal, wir werden uns die Nacht jetzt hier ruhig verhalten und das mal rausschneiden. Ja. Weil sonst ist hier wirklich die Hälfte vom Let's Test nur Käsekuchen. Also langweiliger Mist. Und deswegen, ja, schneide ich dann mal hier raus. Warte, ich zünde noch mal. Kann mal jemand das Lagerfeuer anzünden? Oh. Gib her.
muss mit einer Fackel Linksklick machen. Genau. Oh. Schön. So, ich könnte dann eigentlich mein Bett auch noch. Komm, wir stellen das wie bei so einem Lagerfeuer. So um unsere Betten um genau, das Feuer. Das machen wir noch. So. So, Kevin hat schön warme Füße heute Abend. Genau. Was sind meine jetzt hier? Ich knie auch gerade, bloß man sieht es aus meiner Perspektive nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, andersrum ist besser. Genau, im F5. Du musst nochmal in die Außenperspektive gehen, also F5. Ja. Dann hinknien, dann wieder F5. Da läuft der Typ wieder, als ob er besoffen ist. Ich hab heute so viel getrunken. Ich hab so viel getrunken. Weil er wieder rumeiert. Ach du Scheiße. Vor allem, Kevin, hast du eine Dings, eine Schrotflinte. Ja. Geh mal in F5. Dann in dieses Ducken und dann wieder in F5, also quasi den betrunkenen Modus. Pack die Schrotflinte aus und schieß mal ins Nichts und guck, was passiert. Also in diesen betrunkenen Modus soll ich gehen? Ja. Und dann schieß einfach mal ins Nichts und guck, was passiert. Guckst einfach mal nach oben. Auch gut. Tja, aber dann würde ich sagen, wir machen hier mal einen kleinen Schnitt. Die hätten mich nie getötet. Ja, das ist so die Sachen unten in der Leiste. Hättet ihr hier nicht gestanden, hättet ihr ja, aber du hast doch die Sachen unten in der Leiste. Ja, ist mir doch egal. Siehst du mal, jetzt musst du da drüben. Du bist gerade durch den Boden geflogen. Ja, ne? Der Boden hat sich aufgelöst. Ich habe alle Sachen unten im Inventar weg, also das ist nicht schlimm. Der jetzt auf Air-Conditioner, mir kann nichts mehr passieren. Ach, das sind die Löcher, die wir geflippt haben. Die fliegen gerade wieder auseinander, weil die keinen Halt haben. Ich stell's auch mal auf den Air-Conditioner. Ja, stell dich nicht mehr. Auf dem Auto, ich versteck mich auf dem Auto. Das ist eine ziemlich dumme Idee. Nö. Kann man eigentlich das Auto hier wieder in die Luft jagen? Versteck ich mich auf dem Müllcontainer hier. Bums. Oh. Wo bist denn du da? Ja, es wird wieder hell. Kevin, du überlebst das. Wie das dann einfach mal so ein Stück weiter nach weg. Ja, genau. Genau. Oh Mann. Ich glaube, so ist auch mein erstes Auto explodiert. Ich habe drauf angeguckt und dann ist es gerade explodiert, weil irgendwie da irgendjemand drauf geschossen hat. Weiß ich ja nicht. Und es ist Tag. Oh. Ich hoffe mal. Ich verteidige meinen dünnen Vorsprung bis aufs Messer. In der Not. Guck dir mal den Hof an. Alles kaputt hier. Oh, Painkillers, ja. Alter, Painkillers hier. Das ist doch gut, der zweite Tag und alles kaputt. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier mal alles mit, oder? Die Betten und dann verziehen wir uns Richtung Kevin. Ja. Kevin, ich nehme mal dein Bett dann mit. Fackeln okay, auch, ne? Wie kommen wir jetzt hier am besten runter, möglichst ohne zu sterben dann? Ich kann ja für euch schon mal den Weg freiräumen. Ich die Sachen nicht. So, was mit dem Ding hier? Ja, mach du das. Und wir sparen mal ein bisschen Muni und geben denen mal eine Axt hier. So. Tschüss. So, einfach mal hier so da runter. Nochmal runter. Kevin, wo bist du? Alter. Da bist du. Oh, hier sind Bücher gespawnt. Patrick schießt auch auf alles, was sich bewegt. Also muss das sein, Kevin, wo bist denn du jetzt? Hier hinten. Das ist ein Zombie-Killer. Und mehr ist hier nicht. So, dann wird auch spätestens jetzt wieder die Aufnahme einsetzen. Jo, vielleicht auch früher, weil wir haben ja wieder viel Action hier erlebt. Ich sitze im Loch. Ist halt ziemlich lästig,
mit den Nächten, weil die halt wirklich extrem lang sind und extrem unspektakulär. Weil man halt wirklich überleben muss. Die Zombies, habt ihr gesehen, die rennen hier dreimal schneller, als man selbst rennen kann. Und da, wenn du reingehst, hast du halt null Chance. Es werden auch immer wieder neue nachgespawnt. Und da ist man halt ziemlich verloren. Das heißt, in den Nächten sollte man schon lieber einen Unterschlupf aufsuchen. Seid ihr jetzt? Wir sind hier hinten und farmen noch ein bisschen Scrap Metal. Achso. Ach. Oh, hier in dem Auto ist Scrap Metal drin. Ja. Geh mal ein bisschen weg, Marcel. Achso, Auto, warte. Gerade noch weggekommen. Ich hab gerade wo weg, wie, was und dann bam. Warte, ich habe in dem Ding eine Knarre gefunden und viel, viel Essen. Braucht jemand irgendwie eine Knarre? Welche? Was? Für eine Piste. Ja, hab ich keine. Also hast du überhaupt keine Waffe oder wie? Ja doch, eine Waffe habe ich aber. Achso, ja gut. Weil ich hab da eben nur meine Shotgun und die ist bald im Eimer. Was ist denn hier los? Man hier so fröhlich am Sachen aufnehmen und dann kommt sowas da. Ich mach kaputt und ihr sammelt auf oder so. Genau, geht am schnellsten. Hey, Fettsack! Gut! Oh. Oh, der ist aber bös gestolpert. Ey, der hat einen Stock dabei. Oh, Patrick gibt den einmal mit einem Hammer, ey. So, ich würde sagen, wir halten uns dann hier auch nicht so lang auf, oder? Ich würde sagen, wir tun jetzt hier noch schnell die eine Wand voll zu Ende abbauen. Oh, da ist Essen drin. Hast du rausgeholt? Ja. So. Alter, mal alles, wie viel ist jetzt rausgekommen? Spawnen, ey. Und da hinten so, dann will ich mir jetzt einen Spaß erlauben. Einmal. Zweimal. Oh, das hat gerade eingestürzt. Wow. So, dann gehen wir mal, ne? Wohin gehen wir? Ja, Kevin, wohin gehen wir? Ich würde sagen, komm mal wir Richtung wir Stadt. Rushen zur Stadt, zu unserer Lindenstraße. Ich will Lindenstraße sehen. Genau. Lindenstraße sehen. Ich bin ins Loch gefallen. Ja, ich gerade eben auch. Was ich hier liegt ein Klo. Unspektakulär finde ich, will raus hier aus dem Loch. Ich muss hier also da eigentlich ein Klo reinwerfen. Oh, da kommt man schon lang. Warte mal. Aua! Sorry. So, ich würde sagen, erfolgreich niedergerissen. Es geht aber nicht. Ich hab Sachen eingesammelt. Ja, ist gut. Jetzt bohne ich wieder hier oben, dann super. Tja, ich mach mich dann mal auf den Weg, oder? Ja, warte. Ja, ich bin gleich wieder da. Komm noch gleich. Nicht zu lang aufhalten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die Nacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das die Nacht war. Guckt euch mal das Haus von hier an. Kaputt. Das war so eine wunderschöne. Warte, Marcel. Wie lang war jetzt die Nacht, dass ich weiß, wie viel ich rausschneiden muss? Instant gelootet. Ja, gar nichts. Also, Marcel, kommst du mal her, hol dann sag mal. Ich weiß halt nicht, wann wir dann eine Stunde aufgenommen haben. Weiß ich jetzt halt nicht. Ist doch egal, machen wir halt wie gesagt länger und machen das dann in mehrere Parts. So, da ist noch deine Pickaxe. So. Cool. Mehr habe ich von dir nicht. Ja, ein Let's Play werden wir davon bestimmt auch machen. Patrick. Ja, aber erst in späteren Versionen im Moment. Ja, genau, erst in späteren Versionen, weil jetzt. Was ist jetzt? Im Moment ist halt das Problem so, dass es halt nur diese eine Map hier gibt. Und wenn man die halt mal erkundet hat, dann hat man sie halt erkundet. Das ist halt das Problem. Aber. Nee, da war nichts. Ich habe bloß gerade Stöcke hergestellt. Da drüben geht's übrigens ins atomverseuchte Gebiet, ne? Ja. Ja, das hat man gerade ganz kurz gesehen bei mir. Ich bin vorhin ja mal reingerannt. So ganz kurz hoch. Boom. Ne? So war das. Boah! Schießt er noch dagegen? Ja, der schießt dagegen, während ich fast daneben stehe, ey. Ich hab jetzt echt Angst. Das dauert doch immer, bis das in die Luft geht. Man hat noch genügend Zeit. Also. Ach nee, jetzt hab ich wieder Chunk-Fehler, nicht euer Ernst. Ich hab gar nichts. Also. Ja, bei mir ist. Das war nicht immer du. Ja, wahrscheinlich, weil ich der Host bin. Ja, toll, das muss bei dir genauso schnell laden wie. Hey, wer?
Ich sehe hier nur das Auto und hier ist jetzt, seit hier, wo ich laufe, ist halt nichts. Da hinten ist noch ein Zelt und Zombies. Ja. Grüß Gott, die Herrschaften. Boots. Was? Boots, habe ich gesagt. Und Boots. Also. Und Boots. Starter. Oh, ich muss was trinken, dass mein Typ wieder Ausdauer hat. Noch ein Starter. So, weil ihr habt ja gesehen, ich mache hier auch weniger Damage, wenn der Typ Durst hat. Oh, ich habe hier Maschinenpistole. Aua. Munition. Das tut aber weh. Das Lagerfeuer nehme ich wieder mit. Habt ihr eigentlich das Lagerfeuer ausgemacht? Ja, ja. Patrick sagt nein. Hey, geil, gibt Holz. Guck mal, hier ist apropos Holz. Old Wood kann man gar keinen Holz draus machen. Ja, gar nicht. Oh. Helf mir mal hier beim Abbau. Hat irgendjemand eine Axt? Ja, ich. Dann bau mal da das Ding hier ab, das Holz. Braucht jemand was zu futtern? Im Moment nicht. Ich hab über ein Stack von wie heißt es? Scrap Metal. Ach, dieses Old Wood, ganz ehrlich. Ich hab jetzt 40 Cloud-Fragment. Das schmeiß ich mal weg. Hier. Gravel schmeiß ich mal weg. Cobblestone. Oh, Cobblestone können wir mal lassen. So, wollen wir weiter? Es ist 12 Uhr. Ja, würde ich mal sagen, ne? So, ich hab hier gerade mal ein bisschen Scheiß weggeschmissen, was kein Mensch braucht. Zelt ist erfolgreich abgerissen. Der Typ hier, naja. Wir müssen weiter in diese Richtung. Nein, in diese Richtung. Aber eigentlich die Landschaft ist eigentlich... Mir nach. Alpha ganz, ne? Mir nach, ich weiß, wo es lang geht, ich weiß, wo es zur Stadt geht, ich weiß Bescheid. Wollen wir nicht einen Weg nehmen? Nö, der Weg dauert mir zu lang. Wir gehen einfach querfeldbeet ein, dann schaffen wir es noch rechtzeitig. Was kriegt man eigentlich aus den Kaktussen raus? Nix. Wir sind einfach da. Sie sind halt da, weil sie da sind. Ich sprint jo, hier auch ganz Blumen schnell. Lässt. Und ihr geht irgendeinen anderen Weg. Aua. Kaktus. Obwohl, ich glaube, wir sollten bei dem Haus da mal rasten. Würde ich auch eigentlich sagen. Weil da ist ja ein Haus dann hier irgendwo in der Nähe. Das sind auch wieder Laternen. Ach Gott, sind wir nicht mal weit gekommen. Hoffentlich gibt es dann auch irgendwie später Transportmittel oder so, dass man sich Auto reparieren kann oder sowas. Ja, wenn Fall das eine größere Map wie ist, wie soll das gehen, wenn das Ganze hier blockig ist? Wie willst du da mit einem Auto hochfahren? Also ich meine, wenn die... das funktioniert. Ja, nicht. Gut, für Minecraft gibt es auch einen BMW. Wenn 3er. Du nur Straßen benutzt, dann geht das. Da hinten ist die Brücke. Aber wir wollen lieber in die Stadt. Da ist es nämlich besser, als woanders zu Hause. Mein Auto. Ich renn weg. Draufgeschlagen. Marcel traut den Autos nicht mehr. Nee. Ach, seitdem das einmal explodiert ist, traue ich es gar nicht mehr. Das war so lustig. Zombie. Ich hab voll daneben geschossen. Oh, du Scheiße. Ja, hallo. Noch mal eine Frau in Ruhe hier, ne? Patrick hat sich einmal umgedreht. Und gut. Ich habe eine zweite Piste. Wer will eine? Ich gerne. Geht. Komm her. Was? Brauchst du Muni dafür? Was brauchen wir noch? 9 mm, ne? Genau. Ja, habe ich noch. 6. Okay. Brauchst du noch Schrotflinten-Muni? Ich habe 13. Ich hab 17. Ja, passt schon, kannst du. So, dann machen wir mal hier. Ich mach mal ein paar Iron Ingots. Jo.
Ich habe nämlich über 2 Stacks. Aber lang werden wir hier es nicht überleben. Ja, wollen wir nicht ein bisschen weiter noch? Ja, natürlich. Wir müssen weiter. Also wir graben uns jetzt in der Erde. Wir müssen einfach nur dieser Straße folgen, dann kommen wir in die Stadt. Aber da vorne kommt, kommt mal das eine Haus da. Das kennen wir auch schon. Wir haben uns hier auch mal in der Erde eingegraben, hier irgendwo in diesem Ödland. Ja, da vorne. Nee, war das hier? Doch, das war hier. Das war hier rechts, war hier rechts. Genau hier war das. Genau hier haben wir uns eingegraben. Ich würde sagen, wir graben uns auch gleich wieder hier ein. Weil das Haus werden sie uns niederreißen. Gut, wenn wir unten die Treppe abbauen, dann kriegen wir das. Na egal. Oh, eingraben. Ja. Ja, lass mich doch mal in Ruhe hier. Schnell der einfach mal auf mich zugerannt ist. Naja, ich hab's gesehen gerade beim Hinrennen. Mit was kann man am schnellsten Erde abbauen? Mit Spitzhacke. Ja, ohne was Neues zu machen, meine ich. Achso, ja, dann eigentlich mit der Spitzhacke, glaube ich. Vielleicht Köter da. Geht das Haus da drüben wieder leer räumen, oder? Wie immer. Naja. Wir bauen dann hier. Ja, hier runter dann. Ja. Ah, Entschuldigung. Salam, ich geh mal hier am besten. Warte, wir müssen uns mal einigen, von welcher Seite wir reinlaufen. Ich würde sagen, wir laufen von der Seite hier rein, oder? Jo. Das Zombie nervt aber voll. Synchron ist es gerade. Ist doch nur ein Special Guest. Gott, ich muss mal was essen wieder und trinken. Kevin, kannst du auch Essen und Trinken dann mitbringen, falls du findest? Wenn ich's finde, bring ich's mit, ja. Oh, hier ist schon Stein. Gut, wir brauchen auf jeden Fall Stein, um uns die Decke dann zuzugraben, zuzubauen. Alter, da kommt der Fettsack da auf mich zugerannt. Was? Boots, Junge, guck mal. Wie tief gehen wir da? Also wenn der Stein ist, gehen wir da noch 2 tiefer, ne? 2, 3, ja. Nur um sicher zu gehen, dass wir auch unten sind. Also das ist jetzt 1. Oh, ja, und jetzt merkt man auch, wenn man umso weniger Energie man hat, umso langsamer baut man ab. Ja, machst du auch mehr weniger Spiegel, man den Viecherschaden und so. Ja. Oh, ich hab einen Raketenwerfer. Jawohl. Aus so einem Safe. In der Kiste ist nix. Ich nehme mal das Sofa mit, können wir uns ein bisschen zu Hause einrichten. Mhm. Ich will in den Kühlschrank, du. Ach. Jetzt, ich hab die ganze Zeit ins Regal. So, jetzt haben wir da. Das ist jetzt 1. Ui, Essen. 1. Rap Metal. Gut, wir müssen noch einen tiefer. Zu trinken und nochmal eine Suppe. Meine lieben Freunde da draußen an den Bildschirmen, wir räumen hier kräftig ab. Wie der hier einfach nur rumschleimt, ist ja ekelhaft. Also entweder die Tiefe hier oder noch ein Tiefer. Schleimt hier den rum? Ja, ich bin einer, der auf Sicherheit geht, also lieber also noch ein Tiefer. Wenn es auf Sicherheit geht, ist, dann mach lieber noch 4. Oder 100 oder 1000 oder 2 Milliarden. Ja, aber wie weit kann man eigentlich hier runter, weißt du das? Weißt du das, Anna? Nö, hab ich noch nie bisher ausprobiert, das dauert einfach zu lang, bis man ganz unten ist. Denke ich mal. Wir könnten das ja mal spaßeshalber in unserer anderen Serverwelt da mal ausprobieren. Und jetzt sind wir hier 1, 2, 3, genau, und dann 3 hoch. Oh, ich nehme hier gerade jede Menge Scriptmittel mit nach Hause. Aber weißt du, du kriegst mal hier unten, ich mach oben den. Das aus Stein. Ich baue dir ein Haus aus. Oder wie, Stein. Ich mach mal das Haus hier oben, so. Alter, ich habe jede Menge Scrap. Soll ich dann wieder solche Scrap Metal Wände bauen? Ja, ich habe jede Menge Stacheln. Ich habe jede Menge mit, ne, also. Ja, keine Ahnung. Ich baue mal, pass mal auf. Wir können das ich ja habe auch noch diese holzernen Dinger da, Die Spikes, genau. Ashwood Spikes. Stell die mal so relativ am Eingang hin, aber so, dass noch eins Platz ist, dass Kevin durchkommt. Dann baue ich nämlich... So, ich habe jetzt erstmal eine Schaufel gemacht.
Hotel. Ja, komm, Talo, wie viel sind das jetzt? Ja, beweg dich schon. Ja, hallo? Oh, das ist jetzt. Oh, das hat jetzt alles nichts gedroppt. Seid ihr doof oder so? Ich sehe die ganze Zeit, wenn ihr irgendwas abschießt. Zwei, ja. Schau mal angemacht. Hier unten ist eigentlich. Ich habe noch Asphalt, ne? Ja, aber dann können wir auch noch ein bisschen was verstärken. Ich tue ja schon mal ein bisschen Barbed Wire rumlegen. Mit? Geht also das eigentlich kaputt? Stacheldraht? Ja. Ich glaube nicht. Zumindest habe ich es bisher noch nicht erlebt, dass es kaputt geht. Oh, der Stein, ey. So, dann legen wir mal hier. So, der Eingang. Machen wir mal hier. Könnte ich mir relativ gut vorstellen, das Spiel hier zu Let's Playen, wenn es dann endlose Welten gibt. Dann machen wir quasi Let's Play Together. Da wäre ich dann auch gerne dabei. Nein, du bist ausgeschlossen. Oha. Warte, 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 nicht weiter. Ah, oh, warte, 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 du stehst gerade drin, ne? Ich weiß. So, hier, geh mal weg. Bitte? Danke. Da, so. Dann ist das nämlich auf beiden Seiten gleich. Und ich hab noch 5. So, Moment, dann. Bestärke ich das hier vorne einfach mal. So, dann kann. Ja, das funktioniert. So ist doch gut. Was? Das Haus macht Geräusche, als ob es einstürzt, aber es macht es dann doch nicht. So, erstmal Ravioli. Erstmal Ravioli essen hier. In der Abenddämmerung. Ich kann das von hier einnehmen. Was ist das? So, ich mach mal um deine Stachel nochmal Stacheldraht drumherum. Okay. Wie viel Stein hast du noch? Ich reiß hier auch gerade mal ein bisschen Stein 13. raus. Soll ich dir mal kurz geben? Ja, sehr gut. Mach schon hier hinter dir, aber mach. Ja, warum dann rennt der jetzt? Ich hab ein bisschen Stein organisiert. Ja, warum ist hinter mir einer, hallo? Nur für den Notfälle. Der ist wahrscheinlich direkt hinter. Ach, der ist da irgendwo rübergesprungen wahrscheinlich. Ich will unbedingt mal den Raketenwerfer ausprobieren. Ja, die springen da drüber, was ist das denn? Ja, wenn Moment, wir am nächsten Tag so eine Horde haben, dann locken wir die mal weg und ich gebe denen mal mit einem Raketenwerfer. Ich grab hier noch schnell so eine Art Graben drumherum, dass sie nicht reinspringen können, okay? Ich glaube, wenn ich jetzt halt hier reinfeuer, dann. Wieso stehen die hier rum? Jetzt geh tot, du. Ja, jeder. Ach so, die sind tot, Alter, bei mir stehen die hier rum, ey. Lol. Ich glaube, 18 Steine sind ein bisschen wenig, ne? Alter, was habt ihr hier für eine Todesfestung aufgebaut? Kevin, geh mal runter und. Wah, falsch. Ja. Bau mal bitte Stein ab. Wir brauchen das schnell. Patrick, willst du meine Schaufel haben? Nö, hat sich schon erledigt. Ich habe schon den Graben so relativ drumherum gezogen. Was machst du? Lass sie einfach hier unten. Jo, jo. So kann ich ihn keine Fackel platzieren. Stehe ich zu nah dran oder wiss? Geht nicht, ich kann keine Fackel platzieren. Hä? Wieso geht denn jetzt? Ich kann keine Fackeln platzieren. Ah, jetzt. Oh Mann. Und schön abbauen. Kann mich mal jemand beschützen hier draußen, während ich hier noch. Gut, wir müssen halt sammeln hier, ne? Irgendwie. Ist da was falsch? Oh, Patricks Ping hat sich gerade verschlechtert. Ja, mach die kaputt, willst du mich?
Ui, was mach ich denn hier? Okay, irgendwas läuft bei den Viechern gewaltig schief. Die gehen da einfach durch. Kriegt da aber auch keinen Schaden. Doch, jetzt kriege ich Schaden. Okay, ich würde sagen, wir graben uns einfach ein und machen die Decke über uns zu. Ja. Das ist vielleicht die beste Lösung. Okay, hat noch jemand Stein? Jo, ich. Einen, ja. Warte mal, geh mal kurz runter. Warte, dann machen wir hier erstmal Dirt hin. Die erste. Stell mir mal hier den Ding mit. Den Stein. Hey. Das ist nur kein Stein. Kohle. Warte mal, wir machen da oben noch Asphalt. Ich kann da Asphalt machen. Das hier so, genau, Schicht. Mach hier Asphalt runter am besten oder sowas. Ich komm. Weg, Achtung. Ich komm hier nicht weg. Noch, ich hab noch 5. Soll ich noch eine? Ja, kannst noch mal was hinmachen, da drunter gleich. Ja. Die Zombies brauchen nämlich, um den Asphalt abzubauen, brauchen die Zombies genauso lang wie wir mit den Händen. Und bis die jetzt mal hier durchkommen. Das heißt, wir haben hier unten dann erstmal relativ Ruhe. Wir können in aller Ruhe unseren Tunnel vorantreiben. Wobei ich nicht weiß, ob das notwendig ist. Also, gehen wir jetzt Stadt oder bleiben wir Tunnel? Ja, wir können ja dann nach Stadt gehen. Ich weiß ja nicht, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? 58 Minuten ohne Nacht. Mitnacht. Ja, dann musst du halt 15 Minuten abziehen. Vorne ein Ding, dann Nacht, jetzt ein Ding. Nee, geht das überhaupt? Keine Ahnung. Verstehe nicht. Nein, das will ich. Okay, 15 Minuten, dann ist es gerade mal eine Dreiviertelstunde. Und wenn ihr dann nur eine Stunde zeigen wollen, dann ja. Ja. Würde ich sagen, wir machen noch bis zur nächsten Nacht und dann ist auch gut. Ja, genau. Das reicht schon. Ja, eigentlich zum Zeigen ist es gut. Was machst du denn, oder? Was? Also. Sag mir, wo sie sind! Sag mir, wo sie sind! Guck hinter dich! Guck hinter dich! Weil ich wollte jetzt gerade so böser Kopf spielen, so mit der Taschenlampe. Wo sind sie? Hinter dich! Was? Ja. Ey, ihr müsst mal im geduckten Modus sprinten, ne? Warte mal! Kevin! So. Egal. Ja, hör mal auf mit deinem Kabel. Guck mal, wie das aussieht, wie wenn ich im geduckten Modus sprinte. Warte mal, so und dann nie. Hier guck mal, so ein kleiner Flitzer. Weil dann auch so, wenn man dann noch gleichzeitig nach unten guckt. Nee, du musst mal in dem Modus sein, wo du da dich total wackelst, ne? Dann nach unten gucken. Du kannst dich fast ganz nach hinten gucken. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Da kommt man ja gar nicht mehr mit der Welt klar. Du musst mal dann rennen. Gott, Hilfe, ich weiß nicht, wo ich hinrenne. Wir brauchen auf jeden Fall Vorräte, Jungs. Oh, ich kann durch die Wand gucken. Ja, kann ich auch gerade. Oh. Kann man sehen. So, so bauen wir uns jetzt mal einen Notausgang. Wieso? Achso, 6 Uhr, ja. Ich will nämlich mal unbedingt meinen neuen Raketenwerfer ausprobieren. So, Moment, ich muss noch schnell was machen. So. Wir müssen mal was essen, warte mal. Aber den nicht töten. Ja, dann lockt die mal weg, geht mal auf die andere Seite, dann gehen die hier weg. Oh. Ich will doch gar nicht schießen, ich will doch abbauen. Ich mach hier unten mal ein bisschen Krach, ne?
Oh. Klaus ist weglocken, nicht töten. Ich will den Raketenwerfer probieren. Das ist mir ein Bedürfnis. Den schlage ich. Nein! Warte, lass ihn da, lass ihn da. Ich bin raus, okay, Kevin, jetzt komm raus, schnell. Heilige Scheiße. Okay, warte. Warte, Achtung! Gut! Toll, du solltest auch auf die Menge schießen und nicht. Auf die Menge, Kevin. Ey. Wow. Yo. Ja, danke schön. Jetzt habe ich keine Raketen mehr. Aber der hat unendlich Durability, also der geht nicht kaputt. Oh, Patrick ist tot. Ne, der kommt ja bei uns. Habe ich dich weggesprengt? Ja. Gut. Ja, komisch, ich stand auch neben einer Explosion und ich bin nicht gestorben. Guck dir das an. Was für ein Massaker, ey. 4 Raketen und alles tot. Wir gehen ja eh weiter. Naja. Ach du Scheiße, Alter. Dann gehen wir mal, ne? Sollen wir uns so... Ah ne, ich hab noch Schlafsäcke. Okay. Ach ja, stimmt. Schlafsäcke dann mitnehmen. Am frühen Morgen hier so... Stimmt. Nimm mal jemand meinen mit. Jo, ich nehme alle. Ja, ich bin schon weitergelaufen. Ich nehme sie alle mit. Hallo. Hallo? Hä? Hallo. Wichtige Sachen haben wir ja nicht vergessen, zumindest noch nicht wichtige Sachen. Kohleerz, ja, brauchen wir eigentlich nicht. Ey, er hat einer Wasser übersehen. Und er ist respawned. Wow. Nee, in einem Zombie. In einem Zombie. Ja. Jo, gleich sind wir da. Oh scheiße, ich hab gar keine Pistol-Munition mehr, sehe ich gerade. Und ich hab keinen Platz mehr gleich. Schmeiß mal die Cocking-Pot weg, oder wann man den setze ich hier an die Rand. So. Alter, wie hier die Zombies in der Luft stehen. Wie geil, wie geil. Brauchen wir nicht. Die stehen hier einfach in der Luft, haben die Beine gespreizt und gucken als geradeaus und strecken die Arme weg. Bei euch auch? Nö. Liegen die bei euch am Boden? Nein. Nö, die stehen da rum. Das müsstest du doch aber mittlerweile wissen, dass es bei jedem anders aussieht, wenn die Zombies tot sind. Oh, ich habe wieder Chunk-Fehler. Toll. Schau mal auf den Boden, nö, Holz. Bringt nix. Ich baue mal Gras ab, ja, jetzt geht's wieder. Jetzt sind... Wo rennt ihr jetzt eigentlich schon wieder rum? Wir wollten gerade Holz machen. Könnt ihr doch auch in der Nähe von der Stadt, oder? Ich habe bloß gerade überhaupt keine Ausdauer mehr. Ich auch nicht. Der Typ muss mal kurz ausruhen. Komm gleich aber. Mein Holz. Ja, ich fäll's und du nimmst es mit, ey. Ich hab mitgemacht. Ich komme nicht zum Ende. Wenigstens ist das Bäume fällen hier einfacher als in Minecraft. Ganz ehrlich. Ehrlich. Rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Ich hätte mal so ein bisschen Hintergrundmusik machen sollen. Axtenmörder, Schaufelmörder, Boots mit der Schaufel. Boots mit der Schaufel. Ja. Ich bin tot. Der Typ ist tot, er kann nicht mehr. Ey, da läuft ein Hase. Da läuft man mit Eis. Sag mal, sieht man das? Guck mich mal kurz an, Marcel. Sag, sieht man das, wenn ich es mit dem Kopf abspacke? Moment, siehst du mich? Ja. Was ist das? Ja. Sieht aus wie ein Roboter gerade. Ach du mein. Hallo Officer Parker, wie geht's Ihnen? Ich kann ihn nicht looten, ist das euer Ernst jetzt?
Die haben doch immer Waffen, die Fettsäcke jetzt. Haus. Mal ehrlich. Ah, was zu essen hat er immerhin. Wollen mein wir Haus. Das, wo wir vorher auch waren, also in unserer privaten Welt. Oh, hier ist gerade eine Tonne gespawnt. Nö. Oder, Marcel, wollen wir uns in unserem Haus einbauen? Nö. Toll, ich hab die Töpfe weggeschmissen. Was kriege ich? 2 Töpfe. Genius. Aber essen. Oh, also hier mir gefällt's hier drin. Den würde ich gerne einziehen. Bleiben wir hier? Oh, was ist da jetzt eingeschützt? Ja, können wir machen, ne? Das. Wow. Pistole. Was war denn jetzt kaputt? Ich habe ja mega den Schrecken gekriegt. Noch ne Bisch, du blöd. Scheißkoffer hier, ey. Oh, ne Pistol und ein Pistol Muni. Alter, eine Submachine Gun, wenn man jetzt halt richtig fett eine MP5. Ist so kaputt jetzt, Mann. Ich muss unbedingt Mist wegschmeißen. Erstmal das hier weg. Den einen Dirt weg. Das Candy kann man eh nicht essen. So. Und dann noch hier hoch. Hier oben ist es immer so dunkel. So, ich bin auf dem Dachboden. Dachboden ist komplett gelootet. Auch das Zwischengeschoss, ne? Ey, jetzt kommt der mir hier mit der Axt, Alter. Der kommt mir hier, ey. Kommt der mir mit der Axt. In welchem Haus raus? Wollen wir denn jetzt bleiben, Kevin? In dem hier? Wow. Wollen wir in dem Haus hier bleiben? Können wir. Ob ja, wir haben eine oben einen Dachboden. Seid ihr da? Ja, haben wir. Und der Dachboden, den können wir nämlich zu einer uneinnehmbaren Festung Achtung, machen. Und? Eigentlich ist er das, weil die Zombies nämlich nicht klettern können, noch nicht. Klettern können. Seid ihr noch ein weiter? So. Ich schmeiß mal. Diesem Haus hier. Stone. Ist nicht ein bisschen klein? Was? In dem Haus hier? Wer sagt was von dem Haus? Ich nehme nur das Wasser. Ihr seid doch da drin. Nee, in dem anderen. Welchen? Den hier drüben? Ja, wo auch so ein Dachboden hat. Ja, hier, wo ich jetzt reingehe. Das blaue. Ja, wo ich gerade reingehe. Ja, genau. Da habe ich auch schon alles leer geräumt. Also wir können ja, da war noch was drin. Oh, das ganze Wasser lasse ich mal hier. Das können wir ja jederzeit wiederholen. Das respawnt sowieso, von dem her. Rucksack. Munition, aber für was? Steht doch dran. Ja, 10 mm oder so. Ja. 10 mm ist schon Submission. Hallo da drüben, hallo. Also solltest du die mitnehmen? Oh, hier gibt's noch einen Keller. Ich hab hier dunkel. Hier ist bei mir die eine Hälfte dunkel. Die war ich auch so dunkel hier? Wo, was? Hier unten im Keller. Das Ding hat einen Keller? Ja. Echt? War nicht bewusst. Hä, wo geht's denn hier? Ja, Keller. Ja, hallo. Unten. Ja, okay, und wo? Gut, oh. Mit der Tür. Voll übersehen. Ist es hier auch dunkel hier? Nö, bei mir ist hier die Ecke extrem dunkel. Ja, bei mir auch, aber bei mir ist die komplette Ecke hier komplett dunkel. Nö, tu halt einfach mal da mit der Faust irgendwo hinschlagen. Mach ich ja, da verändert sich nichts. Jawohl. Jetzt. Nö. Hinter dir. Hinter mir. Hinter uns. Putz. So, noch ein paar Sachen looten. Hier nochmal Muni. Oh, da liegt. Das kann wegbleiben. Oh, was? Hier liegt noch ein Handtäschchen mit Submachine Gun Muni. Marcel, ich finde für dich jede Menge Submachine Gun Muni. Oh. Ach nee, Papier will ich ja weghaben. So, dann geh ich mal hoch, ne? Oh, Schrotmuni, sehr gut. Ach, nimm da nicht mit. Wir müssen halt jetzt die Etage hier abreißen, ne? Welche?
Ja, die hier hoch. Oder besser gesagt, die Treppe müssen wir abreißen. Ja, ja. Oh, guck mal, da steht sogar schon ein Gast. Ach, geil. Ich hab auch so einen Bohrer gefunden. Also, ich würde sagen, von dem an. Hier gibt's der Freddy raus. Also, ich würde sagen, fangen wir an, das Ding hier abzureißen, oder? Geil, ich hab jetzt auch so einen Bohrer. Gute Sache, ne? Ich habe hier gleich mal so eine Schneise der Verwüstung durchgezogen. Ja, ich will hoch. Brauchen wir Gravel? Nein. Davon habe ich nämlich gerade einiges. Ach ja. Boah, wie viele Schläge die jetzt schon brauchen. Ich glaube, ich werde mal. Mach mir mal eine Axt. Den Bohrer dazu benutzen. Ja, ich brauche hier eine Axt, brauche ich ja drei, ne? Ja, ich glaube. Ist der Bohrer schon kaputt oder was? Schade. Du brauchst Benzin. Habt ihr Benzin? Ich habe einen Kanister. Das 1-1 Prinzip. Einen Kanister, ey, dann gib mir den bitte mal. Das wäre richtig nett. Weil dann kann ich nämlich ein bisschen Asphalt abbauen. Viel schneller und effektiver. Mann, geh doch mal kaputt hier, ich will hier durch. Warum kann ich schon keinen. Oh. Also Marcel, ich würde sagen, wir bauen hier mal so die Wände quasi einmal oder vom Boden einmal rundum ab. Ja, nur ich kann keine Axt machen. Brauchst du irgendwie Metall oder so? Ja, ich hab noch genug, aber ich kann trotzdem nichts machen. Soll ich dir eine geben? Schmeiß jetzt einfach mal Bücher weg. Moment. Ey, wo seid ihr? Seid ihr im Keller oder oben? Oben. Hallo. Hier bin ich. Marcel, hier liegt einer. Aua, jetzt bin ich im Keller gelandet. Ich kann nur nichts mitnehmen. Warte mal, ich schmeiß jetzt einfach mal die Bücher weg. Wo bist du? Also einfach aus dem Rum alles weg. Fallen halt nur mal die ganzen Sachen runter. Oh. Es verschwindet einfach. Das Klo jetzt, ne? Und tschüss. Oder auch nicht. Marcel, gib mir mal Benzin. Das ist ja eine tolle Wurst. Und Bestimmung. Ja, hier. Wo? Ja, hier. Oh! Oh. Also, ich bin schon wieder im Keller. Jetzt langt's mir aber langsam. Schütze einfach mal die Decke so ab, wenn ich draufstehe. So, warte. Hier bin ich. Bleib doch mal stehen. Nö, dann gebe ich's dir nicht. Ja, dann schmeiß hin. Nö, du sollst herkommen. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, da. Schmeiß doch hin, dann nehme ich's auf. Jetzt kann ich's nicht mitnehmen. Ich raste aus. Warum ist das Inventar so zugemüllt? Ich nehme mal kurz diese. Komm schon nicht hoch. Dieses Ding hier. Diese Bandage. Okay, jetzt steht das Ganze nur noch auf so kleinen Zwischenwänden. Machen wir sie platt. Oh. Wow. Aua, aua, aua. Von oben, oben, oben. Uiuiuiui. Jetzt ist alles eingestürzt. Ich will respawnen jetzt hier nicht, ne? Nimm die Sachen mit. Nimm den Bohrer mit. Ich will Ding farmen. Respawn in einer Sekunde, leck mich, ich bin Host, ich hab Vorrang. Toll, ich seh nix. Achso, nimmst du mit? Okay, weil ich hab keinen Platz. Ich hab das meiste so. Ja, toll, ich bin wieder zurück in der Höhle, ne? Ja, dann komm her. Immerhin hab ich Waffen. Ich meine, das kommt in der Haus eingestürzt. Das ist mal wieder ja, so episch. Wo ich dann in den Keller runtergefallen bin, da war's dann halt vorbei, ne? Aber warum ist das ganze Haus eingestürzt? Ich glaube, weil das einen Keller hatte. Hatte. Ja, es hatte einen Keller. Jetzt hat es keinen mehr. Ein Keller. Es ist nicht so gut, im Keller sich aufzuhalten.
Nachts. Ja, guck mal, wir machen mal die Tür zu, dann wird sie gleich mal sicherer. Genau. Ach, hinten gibt's gar keine Tür. Sieht's nicht mehr so, sparen. Ne? Genau, Energiekosten sparen und so. Haben wir ja mach auch in der Amnesia schon gelernt, immer schöne Tür zu machen. Genau, immer schön Energiekosten sparen. Ey, Alter, ich kann nicht mehr rennen, ne? Ich mach jetzt einfach mal 30 Stück. Ich hab Chunk-Fehler. So, Achtung, jetzt gibt's hier mal Treppen. Treppe. Mann, ich bin oben. Lauf. Ja, hier oben kann man sich sogar noch aufhalten. Noch? Das Loch halt nicht. Hallo da unten. Die ganze Stadt ist bei mir weg. Nein! Oh, aua. Ja. Och ja, ist doch nicht groß das Loch. Ich bitte dich. Ah. Ich sehe einfach mal nichts mehr, ne? Oh, ich habe die Leiter falsch angebracht. Ich weiß nicht, warum das Spiel bei mir immer solche extreme Chunk-Probleme hat. Ich gehe auf einer Leiter. Von einer ganz dünnen Leiter. Hier rennen überall Zombies rum, will ich euch nur sagen. Ey, hier, ich stehe auf einer ganz dünnen Leiter. Die ich nicht mal mehr sehe. Guck mal hier. Die ist falsch platziert, oh. Lol. Ja. Könnt ihr mir mal sagen... Kevin, guck mal nach oben. Ich stehe auf nix. So, habt ihr meine Items mitgenommen? Komm nach oben. Ich bin oben. Ja, dann können wir alles abreißen hier unten. Ja, bin gerade dabei. Boah, endlich. Oh, ihr habt ein schönes Loch in den Dachboden gezimmert. Also pass mal auf, ich leg dir mal dein Sach hier in diese Kiste rein, okay? Ja, soll es vielleicht nicht reingucken, während ich das reinlegen will. Schaufel. Oh, es gab Möbel. Und Schritte, deine komischen. Zombie, Kiste. Lass mich hoch. Was, meine komischen? Deine Sachen, ja, dein Bohrer, Shotgun Shells. Ich tue da einfach mal alles rein, was ich von dir jetzt hab. Genau, wie kann man den Bohrer auffüllen? So, hier, alles. Ja, ist einfach denk mal wie eine Waffe. Nimm mal alles raus, ich hab noch mehr. Sag, wenn du draußen bist. Mhm. Oh, ich hab 3 Pistolen. Gut, den Rest brauche ich eigentlich nicht. Ja, gut, dann habe ich hier nur noch ein bisschen Asphalt. Die Spitzhacke brauche ich noch, die Spitzhacke und die Axt. Ah. Spitzhacke habe ich nur meine eigene. Spitzhacke habe ich. Axt habe ich noch, hier lege ich mal rein. Zack, Moment. Ich. Mein Sledgehammer ist hier. Fackeln. Patrick immer mit seinem Hammer, ey. Ey, das nervt auch. Ey, du jetzt hier deine Pistole rein. Deine Waffe, dann deine. Gib mir Kick-Egg. Den Gaskanister, den brauche ich. Den habe ich nicht. Gaskanister, ich habe 8 Stück. Aber die sind nicht alle von dir. Oh Mann. Wo ist jetzt meine hier, Schrotflinte? Kevin. Ich habe nur eine. Schrotflinte, ich habe ich dir zurückgegeben, habe ich die in den Karton gelegt. Hinter dir liegt eine Pickaxe. Kevin. Mhm. Hast du schon mal Holz? Sammel mal die Pickaxe auf, bevor sie verschwindet. Munitionsverschwendung! Naja, egal. Ich will eigentlich das scheiß Ding kaputt machen da hinten. Ich kann grad nicht mehr schießen. Wie viel hast du denn? 1, 2. Bin ich blind oder sehe ich die Spitzhacke nicht? Ich finde die Spitzhacke nicht in meinem Inventar. Ah! Ich hab die doch gerade aufgenommen. Oh meine Schrotflinte ist minus 1, das heißt die ist im Arsch, danke. Also Schrotflinte Nummer 2. Ja, schön, dass ich hier nicht rauskomme, ey. Hey, hier unten liegt eine Schrotflinte. Ja, das ist meine, die ist kaputt. Kann ich nicht mehr schießen, oder was?
Ja, plus minus 1 bei. Mann, ich wollte doch jetzt so schön Asphalt farmen. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie lange machen wir noch? Keine Ahnung. Nein. Nicht mehr lang, ne? Jetzt ist ja nur noch Nacht und. Dann würde ich eigentlich sagen, wir beenden das Ganze, oder? Ja, ich meine, viel kann man jetzt eigentlich nicht zeigen. Wir überleben jetzt hier und. Ja. Haben wir es geschafft. No. Ja, ich bohr mir jetzt halt einen Geheimtunnel. Mach das. Fällt das nicht ein, wenn ich jetzt da drauf gehe, fällt das dann ein? Nee. Irgendwie nicht. Aber auf die Mitte würde ich dann lieber nicht laufen. Stone, ich mach mal mit. Oh. Mitte, okay. Also es sieht auch schon sehr stabil und vertrauenserweckend aus. Ja, muss man mal von unten gucken. Oha, ist das riesig hier. Aua. Ich würde mal sagen, kognitiv leergeräumt das Haus. Ja. Aber mal richtig leergeräumt. Weiß nicht, aha, findest du den mal. Bohrer nicht etwas zu laut? Oh nö. Geht schon, ne? Ich mach manchmal die Drohne hier raus. Also unsere zombigen Freunde kommen hier bald rein. Und dann kommen sie aber nicht mehr raus. Aua, aua, aua. Nicht mehr in einem Stück, ja. Ich hab Schaden bekommen, warum? So, ich hab Hunger. Ja, ja, ist okay. Ja, kann sein, dass man die Toilette nicht kaputt machen kann. Ja. Ich setz mich mal auf die Toilette, ne? So. Wie sieht denn das aus? Da ist total behindert, als ob du Schneidersitz auf der Toilette machst. Ich kann mich leider nicht davor setzen. Warte mal. So. Wow. Hab ich dir Schaden knapp gemacht? Nein, aber das war ganz knapp. Lalala. Lalala. Das Bohren ist des Käfers Lust. Alter, was das Ding schluckt an Sprit, ey, das ist ja nicht mehr normal. Ich hab nur noch 4-mal Benzin, ey. So, jetzt haben wir das Ding hier komplett entkernt. Wo hängt da noch? Da hängt noch eine Toilette in der Luft. Oh, guck mal, die Toilette ist von uns nicht texturiert. Aha. Ich hoffe, die Nachbarn beschweren sich nicht wegen Ruhestörung. Ach komm. Aber ich glaube, zum Ende des Let's Plays lassen wir mal die Nacht drin und machen jetzt irgendwie nur Scheiß. Ach komm, nur weil wir ein bisschen renovieren. Genau. Renovieren. Ich wollte renovieren, Alter, was ich hier mache. Aua. Ja, du musst den Keller ein bisschen erweitern. Ich weiß gar nicht, was du dich jetzt so anstellst. Ja, aber es ist ja schon 22.30 Uhr. Ist ja die Ruhestörung jetzt. Ich geh mal aufs Vordach. Hallo ihr da unten, wie geht's euch? Ich weiß nicht, ich hab vorhin die Spitzhacke aufgenommen und ich finde die Spitzhacke nicht mehr. Weißt du was, ist mir jetzt auch Wurst. Ich mach mir einfach eine neue, ganz ehrlich. Oh mein Gott, Munition, Leo. Oh
Oh mein Gott, die Munition ist leer. Was zum Geier? Ich spring jetzt mal hier runter, ne? Wow. Aber es kommt wirklich ein Zombie auf die Verluste, oder? Was habt ihr gemacht? Keine Ahnung. Warte, 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 da muss der Bohrer raus! Und durch die Reihen! Oh Gott, da ist die Tür zu. Ihr habt doch gesagt, jetzt zum Ende machen wir nochmal ein bisschen Scheiße. Da dachte ich mir, ich lade die Zombies ein. Warte, dann muss ich mir mal ein paar Waffen ausrüsten. Also wenn ja, wir schon eine Party feiern, sollten wir wenigstens alle gleich einladen. Ja, wenigstens ein bisschen Gleichberechtigung. Wow. Kevin, das ist, macht keinen Spaß, wenn du hier zumachst. Was? Du hast hier zugemacht. Wo denn? Was denn? Zombies sollen noch reinkommen. Die Zombies sollen nicht reinkommen. Was wollen die Zombies denn hier? Wir wollen hier ein bisschen Action noch haben gegen Ende des Let's Plays. Let's Test. Was ist das hier? Das ist doch gar kein Let's Play. Ja, stimmt. Das ist Let's Test. Du hast doch gesagt, wir machen jetzt noch ein bisschen Scheiße gegen Ende. Ja toll, und das sagst du mir jetzt, wo ich keinen Raketenwerfer mehr hab. Warum denn? Du hast doch vorher nicht gesagt, dass du am Ende Scheiße bauen willst. Ja, richtig. Zu dumm gelaufen, wa? Wollen wir mal was ganz Lustiges machen? Warte mal, Kevin, hast du noch Dings Benzin übrig? Ja. Wie viel? 3. Ach, Scheiße. Warum? Sonst hätte ich nämlich so ein Fass gebaut. Komm, lass mal vom Haus die unterste Holzschicht einreißen, dass uns das Haus runterkommt. Da versteck ich mich unten im Tunnel. Okay. Nimm mal mit. Wow. Okay, dann machen wir vielleicht kurzzeitig doch nochmal hier zu. Dass wir wenigstens ungestört das Ding einreißen können. Und schön den Ding dorn halten, den Karton, dass kein Dreck durchkommt. Ich geh nur runter und wo, ey. Und dann fällt das ganze Haus zusammen. Dann sind wir tot, ey. Was soll ich, geh nur hoch und wo, ey. Was war das? Nein, ne? Das Haus eingestürzt. Ja, er liegt da rum. Scheiße, geil. Was? Scheiße, wieso wäre ich nicht da gespawnt, Alter? Ich hab doch einen Schlafsack platziert. Aber ich glaube, der existiert jetzt nicht mehr. Tu ich mir mal ein bisschen Wasser, ins Inventar spielen. Scheiße, Scheiße. Ist egal, ich renne jetzt. Ich hab keine Muni mehr. Oh, fuck, ey. Fuck, 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 Leute. Ich bin hier oben nur auf so einer kleinen Holzplattform. Bist du da noch? Scheiße. Hast du noch was gesagt, dass das jetzt einfällt? Ich hab keine Muni, ey. Ja, wussten wir ja nicht. Ich hab das noch abgebaut. Ich hab keine Muni. Oh oh, Zombies. Ist egal, ich renne einfach nur noch. Mit Wasser in der Hand. Ich versuche unser Haus hier dann mal so gut wie möglich zu verteidigen, ne? Ja, ja. Oh, meine Fresse, ey. Das ist jetzt mal wieder lustig des Todes. Ich kann nicht mehr rennen. Kevin, was machst denn du? Renn einfach. Ich kann aber nicht mehr rennen. Ja, dann in trink was. Ach so. Das ist ja geil. Sag mir nicht, du hast nix. Ne, ich hab bloß nicht. Ich hab bloß gedacht, das regeneriert sich nur, wenn der Typ Durst hat. Ist bestimmt auch noch ein Bug. Wow, ich hab wieder... Ja, wie soll's denn sonst regenerieren so schnell? Ich hab keine Dinge, okay, keine Texturen. Das heißt, wir rennen gerade jetzt in ein olivgrünes Irgendwas rein. Oh, geil, Alter. Wir machen jetzt die letzte ich Nacht nur noch Scheiß. Was ist da passiert? Das Haus. Ich glaub, das Haus ist weg vom Fenster. Das Haus ist weg. Ah, Zombies. Scheiße. Zombies, lass mich rein. Ich bin oben. Ja, ich komm oben. Achtung. Ich renne in ein anderes Haus. Ich hab keine Munition mehr, ich hab gar nichts mehr, ich seh nicht mal mehr. Da unten liegen noch meine Sachen rum, oder hast du die aufgehoben? Nö, ich konnte nicht, ich musste selber wegrennen, weil ich kaum noch Leben hab. Ich hab nur so einen ganz minimalen Health-Balken, ne? Ich muss mir jetzt mal Painkiller reinklatschen. Ja, hier, ich geb dir 6. So, passt. Der Typ kriegt Durst, wenn er Painkiller frisst. Wir sind drin, hast du das? Jetzt schäm ich mal hier auf. Das Dreckshaus hat keinen Dachboden, fickt euch! Ja, ich bin gleich wieder tot.
Komm doch her, Mann. Ich komm ja nicht rüber, da ist zu viel los. Ach was, Marcel hat's auch geschafft. Renn einfach an den Viechern vorbei und ab zur Treppe. Zu welcher Treppe denn? Wie sie die hier rumliegen, ey. Zu der Leiter oder was? Ja. Nein. Oh, Kevin, du bringst ein paar Freunde mit. Ah. Scheiße, das ist keine Leiter mehr. Das ist keine Leiter mehr. Ich bin tot. Ach ja, schön. Ich hab mir mal hier meinen Schlafsack gesetzt, ne? Ich glaube, ich bleib jetzt unten in meinem Loch. Oder ich nehme die Schrotflinte und gehe raus und kämpf bis zum Umfallen. Ja, bei mir fliegen gerade die Viecher durch die Luft. Nein. Aua. Stell Fackeln auf. Hab keine mehr. Jedenfalls nicht so Scheiße. Geil. Kannst du mir vielleicht Leiter drunter schmeißen? Ich hab keine Leitern mehr. Ja, mach Holz, Leitern, Dings. Oh Gott, bei mir spackt gerade die Physik-Engine voll ab. Bei mir hängen hier überall Spaghetti-Zombies in der Luft. Ja, das kenne ich. Hatte ich auch schon. Ich hab zu wenig Holz, nein. Oh, jetzt kommst du auch nicht mehr hoch. So, nur mal was trinken, dann geht die Ding wieder hoch. Die Ausdauer. Warum hängen die hier rum, ey? Warum kann ich den töten? Oh, da kommen wieder welche, Achtung! Joa! Mensa! Boah, fuck! Klasse, ich sehe wieder nichts mehr. So, und als Painkillers fressen, vielleicht schaffe ich es ja diesmal rein. Oder auch nicht. Komm her, los, mach kaputt. So, ich renne gerade gegen den Baum, weil ich hier nichts mehr sehe. Boah, noch eine. So. Wir sind wieder oben. Du hast meinen Bohrer nicht mehr zufällig, ne? Ist das Haus eingestürzt, ey? War eine geile Idee, oder? Salve aus. Einfach mal so. Überleg mal, du kommst halt in der Zombie-Apokalypse nach Hause und dann steht dein Haus noch halb da. Ja. Ja, jetzt kommt so der Autofahrer, also der Besitzer vom Haus. Fährt so mit dem Auto vor und. Ah, ich will hoch. Mir will Lindenstraße sehen. Dann komm noch. So gut. Kann ich so weit auf Distanz mit der Schrotflinte schießen? Also der Schrotflinte ich hab jetzt noch zwei Schlafsäcke gewählt. Hä? Da liegt ein Schlafsack. Ja. Ist auch noch ein. Achtung. Warte, hier liegt ein Schlafsack noch rum. Oh. Ja. Einfach mal so hier ins kaputte Haus. Na, dann tue ich jetzt mal alles ins... Ja, ich würde mal sagen, wir haben ein neues Lebensmotto. YOLO. YOLO. Ich spring jetzt mal runter. Tschüss. Ja, und dann würde ich sagen, wenn der Tag wieder anbricht, werden wir unser Let's-Test beenden. Geht ja jetzt halt schon lang genug. Ah ja, das war geil, wo das halbe Haus hier runtergekommen ist. Das war wirklich zu geil. Wir können ja, wenn die Nacht vorbei ist, das andere halbe Haus auch noch runterkommen lassen. Oh, ich spawn hier unten jetzt. Genau. Super! Oh, super, Waffe kaputt, ey. Wenn ihr das könnt, kann ich das auch. Ich krieg die nicht down, ey. Alter, die schlucken jetzt schon extrem. Wo ist denn die Submachine Gun eigentlich?
Hast du die keine Ahnung, Marcel? Ich hab's nicht. Ich hatte die in meinem Inventar mit da rumgeballert und dann war ich tot. Boah, die stehen ja alle draußen, ey. Da. Da. Hab ich dich jetzt getötet oder war das der Zombie? Ich glaube, das weiß war ich der nicht. Zombie. Komm, jetzt oh, verballern wir nochmal sinnlos unsere Magazine. Achso, ich habe meine schon verballert. Nein, ich komme da nicht mehr hoch, die Mann ist kaputt. Ach, blöder Zombie, ey. Oh, ich habe noch einen Stein. Patrick hat noch einen Stein. Zum Glück hast hallo du noch Zombies, einen. Was macht ihr da? Wow. Ach, schön. Ich habe auch keine Schrotflintenmuni mehr, also. Zombies, komm mit. Zombies, kommt. Hier ist der Eingang, los, kommt. Kommt. Ich lock die gerade ein bisschen kommt, weg. Kommt. Da kommen sie alle jetzt. Oder auch nicht. Was machen die denn jetzt? Ich will einen Raketenwerfer. Aber Munition kann man nicht irgendwie craften, oder Patrick? Nö, nicht, dass ich wüsste. Schade, ich hab nämlich jede Menge Scrap Metal dabei. Blotted Walker Eliminated Starkiller 57. Was wollt ihr von mir? Lass mich in Ruhe. Oh. Ich hab keine Munition mehr, gar nix. Ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt Schluss, ne? Weil. Ja. Weil ja halt. Geronimus Crime! Bang, 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 bang. Kopfschuss, alle. Kopfschuss. Komm, only Schaufel, Boots, Junge. Nein, da liegt Waffe rum, noch Munition auch. Hey, wenn da liegt noch Munition und Waffe rum. So, ich habe jetzt auch keine Munition hab mehr. Hab ich aufgenommen. Ich habe jetzt noch ein Magazin in der Piste. Wir haben 4 Tage überlebt, immerhin. Ne, 3 Tage. Ja, wir leben ja immer noch, also theoretisch geht das Ganze ja noch weiter. Ja, gut, aber... Ja, das geht, oh, ist Tag. Das geht eigentlich für immer weiter, oder? Weil eigentlich können wir sterben, aber werden ja eh gerespawnt, also es hat ja eigentlich keine Konsequenzen. Ach komm, ich komme hier nicht hoch. Ja, sag mich. Jo, dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt hier Schluss, ne? Weil bringt sowieso nichts mehr. Oh. Jo. Nein, jetzt liege ich jetzt. Ja, nein, werde ich oben gerespawnt. Bitte sagt, dass ich. Ja, ich werde oben gerespawnt. Gott sei Dank. Ey, gib mir mal jemand eine Pistole. Tut mir leid, keine Muni mehr. Alles verballert. Aber Marcel hat doch noch was. Ja, noch nein! 2 Munition-Dinger. Ja, komm mal rauf und gib's mal. Ich kann nicht hoch. Dann. Gib's uns wir eben können nicht unten, mehr hoch. Dann eben unten. Ja, doch, indem wir sterben. So, ja, pack ich nicht. Ich kann ja mal. Ah, oh, genau, ich pack mal meinen geliebten Sledgehammer aus. Ja, wann hören wir denn jetzt auf? Hören wir überhaupt ja, auf? Ja, wir hören auf. Gib mir mal aber die Pistole. Ich hab was vor für den grünen Abschluss. Ja, hier. Ja. Weiß nicht, ob Munition drin ist. Ja, reicht. Gut. So, dann würde ich sagen, wir töten jetzt alle Zombies. Mhm. Und dann reißen wir die Hütte hier noch voll ein und dann ist Schluss. Töten jetzt alle Zombies? Ja, alle, die es auf der Map gibt. Find Schluss. Alter, ich treffe am Kopf. Mit der Schaufel gegen den Kopf. Voll mit der Schaufel gegen den Kopf. Ich habe nur noch 2 Schüsse in der Pistole und wir haben keine Munition mehr. Ich habe noch ein ganzes Magazin, aber... Ja, Jungs und Mädels, dann würde ich sagen. Warte, komm, helf mir mal hier noch schnell das Holz abzubauen, dann kommt unsere Hütte runter. Die unterste Reihe. Kann ich nicht. Komm noch nicht dran.
Warte mal, mir mal eine Axt. Wie geht denn die? Mann. Jetzt kommt wirklich die Hütte runter. Ich hab mich rechtzeitig versteckt. Guck mal, er steht nur noch so eine Säule. Ja, ich hab mir gerade angeguckt, wie es runtergekommen ist. So, warte, eine Seite haben wir noch zum Runterholen. Ja, und dann machen wir aber jetzt. Oh, genau über mir ist was. Jetzt nicht mehr. Doch immer noch. Ich brauch Munition. Wir spielen hier Abrissunternehmen PK. Alla PK. So, jetzt noch da. Ne, das ist auch weg. Und dann ist da noch eine Säule. Ich brauche jetzt noch für irgendwas Munition, ganz ehrlich. Ja, na klar. Die Säule noch. So, warte, dann baue ich hier oben noch den gesetzten Stein ab. So, danach können wir behaupten, wir haben offiziell das ganze Haus im Erdboden gleich gemacht. Jo, jetzt gucken wir nochmal von oben drauf. So, da war mein Haus. Oh, Scheiß, ey. Das war mal ein Haus. Ja, ich brauche noch mal Muni. Das wäre fett. Ich habe keine Muni mehr. Ja, deswegen gehe ich ja gleich los, um was zu suchen. So, das war's. Ich hab nämlich nur noch 3 Schuss. Ist doch gut. Ah, komm schon. Da muss doch noch irgendwo Muni rumliegen. Nein, keine Munition. Naja, egal, dann komm ich mal zurück. So, ich würde sagen, das Haus ist dem Erdboden gleich gemacht. Ja, das Haus ist jetzt endgültig gelootet, würde ich mal sagen. Ich soll jetzt auch nie wieder sagen, wir würden die Häuser nicht gründlich looten. So, jetzt haben wir gegründet. Ja, sehr gründlich. Aber war richtig schick, so jetzt einmal alle Winkel ab. Ja, ich habe Munition gefunden. Also, was ja auch immer Munition braucht, weiß kein Mensch. Guck mal das scheiß Haus an, das ist komplett weg. Ja, wir haben jetzt erfolgreich das Haus gelootet. Ja, Jungs. Und das? Geh weg. Geh weg. Halt. Lass mich. Nein. Nein. Es war schön mit euch, aber am Ende kann halt nur einer überleben. Und ich würde sagen, ja, leider. Tschüss, Freunde, bis zum nächsten Mal. The Cake of the Gamer und... Project KLP und... Oh, ich bin in der scheiß Höhle gespawnt. Und? Wer noch? Sackgriff 7. Ja, dann würde ich sagen... Ciao. Du blöder Sack, ey. Entschuldigung. Ey, der hat mir voll den HD-Headshot verpasst. Das finde ich nicht witzig, sowas. Ja, gut, dann... Born hier jetzt neu. Ey, ich seh den nicht mal. Nein, keine Schüsse mehr. Ich hab nur eine ganze Pistole. Ja gut, ich hab auch noch eine, aber die ist auch leer. Ich hab Pistolen, aber keine Munition mehr, ey. Scheiße. Bang, Headshot. Ja gut, dann tschüss bis zum nächsten Mal. Dann. Bye bye. Tschüss. Ich renn weg. Nein, wisst ihr was? Ich mach deinen hier.